Salam alaikum und merhaba, Leute. Wir holen hier jetzt leckere Baklava, denn wir sind später zum Essen verabredet. Wir sind heute bei der Familie Kiras eingeladen. Die gute Dame des Hauses erwartet uns da zum gemeinsamen Kochen. Und anschließend wird das Fasten gebrochen. Wirklich köstlich. Das ist Joghurt, hä? In Frankfurt. Kleines Gastgeschenk mitgebracht und ich habe gerade schon gefragt, was uns zu essen gibt. Salam alaikum. Hallo. Wir sind verabredet zu kochen. Wir beide, ne? Wir beide. Sehr gut. Hallo Frau Kira, freut mich. Hi. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Hallo. Hallo. Salam alaikum. Hi. Auch danke. Dankeschön. Bisschen Backlauer, Flachbrot zum Fasten brechen. Wow! Frisch gebacken. Dankeschön. Und ich freue mich schon mal drauf. Ich auch. Bohnen und Reis. Bohnen und Reis. Jawohl. Fasolie. Jawohl, Fasolie. Wunderbar. Ja. Das ist dein Reich hier. Und ich weiß, wie das ist. Also zumindest bei meiner Mutter ist das so, wenn man bei ihr in der Küche ist, dann darf man nur eine Ecke erstmal stehen. Ich mag lieber immer die alte Technik. Wie ist das mit dir? Ich auch. Muss ich du sagen. Auch, ne? Ja. So lieber noch mit Feuer, mit Gas. Das schmeckt auch besser. Hundertprozentig. Das schmeckt 100%. Auch viel besser. Ja. Wo hast du das Kochen gelernt? Mehr bei der Mutter oder bei der Oma? Ich weiß ja, türkisch, da ist ja wirklich so traditionell. Bei mir ist es gar nicht so traditionell. Also ich habe, muss ich sagen, nach der Heirat das gelernt. Also vorher konnte ich gar nicht so gut kochen. Nachdem ich mit meinem Mann verheiratet war, habe ich dann wirklich durch ihn auch kochen gelernt. Das ist doch sehr schön. Ja. Das ist doch sehr, sehr schön. Ja. Bei mir zu Hause, ich koche auch. Meine Frau lernt auch von mir. Das ist sehr gut. Ja, alles Stunden. Ja. Also. Dafür zeigt sie mir aber andere tolle Sachen. Ne? Hast du schon mal selber türkischen Reis gemacht? Nein. Nein, also wir aus dem Nahosten, wir machen auch so ähnlich. Auch mit Öl, Butter und Hähnchenbrühe, aber nur wir nehmen nicht diese Schere, diese grobe, wir nehmen diese feinen Suppennudel. Du musst einmal eine Abnahme machen. Schau mal, ich denke, ist gut. Weil das drei Gläser Reis sind, wie viel Gläser Hühnerbrühe? Zwei Gläser Reis, wie viel Gläser Hühnerbrühe? Vier. Nein. Zwei zu drei. Ja. Okay, da war's. Sehr gut. Konnte eh nur gut gehen, weil du bist heute auf jeden Fall born to cook. Born to cook, ja. Zitrone machst du auch rein? Jawohl. Warum machst du Zitrone rein? Damit es glänzt und nicht zusammen... Damit er nicht zusammenpackt? Ja. Den Trick kenne ich nicht. Leute, ihr wisst Bescheid. Probiert das aus, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Weil ich kriege oft von der Community immer, ey, Charo, der Reis ist mit immer pampig, was kann man dagegen machen? Probiert das mal aus mit der Zitrone. Jawohl. Dankeschön. So. So. 2:3, Michael. Jetzt lassen wir es richtig köcheln. Richtig. Dann runter. Schütze steht dir. Ich bin derjenige, der die Rapper immer die Zwiebel schneiden lässt. Sehr schön, das schneiden wir auch. Ja, das schneide ich die Zwiebel. Jetzt machst du die Fasolie. Jawohl, jetzt mache ich die Fasolie. Du hast die Bohnen schon ein bisschen gekocht. Jawohl, ich habe vorgekocht, damit kein Gas wird. Jedes Mönche gibt ein Tellchen, das wollen wir heute vermeiden. Ja, das wird eine angenehme Rückfahrt wieder, Tristan. Wir sitzen beide im Auto, 2,5 Stunden. Genau. Man merkt schon, die Männer, die haben ja auch ein Problem, die Küche so ein bisschen freizugeben, ne? Ja. Wir gucken uns hier die ganze Zeit über die Schulter, die sind ganz aufgebracht. Kiras Männer. Was passiert hier? Die kochen hier gerne, deswegen. Dankeschön. Das kannst du gut. Dankeschön. Wir waren letzte Woche Donnerstag, da haben wir die Community eingeladen zum Iftar, da kamen ca. 700 Mann. 10 Kilo Zwiebel haben wir geschält und geschält. Ja. 10 Kilo, aber da sind wir noch geübt noch drin vom Donnerstag. So, jetzt muss ich mich beeilen, die Frau Kiras braucht die Zwiebel. Ist das Ergebnis so, wie Sie sich das erhofft haben? Nicht schlecht. Nicht schlecht, danke schön. Aber gibt es Verbesserungspotenzial oder wie darf ich das verstehen? Bisschen. Die letzten Meter vorm Iftar. Ja, ich weiß, das duftet jetzt schon. Oh. Und gerade wenn man am Fasten ist, so gerade diese Gerüche, die sind ja immer traumhaft. Aber wenn es jetzt so, du bist am Fasten, die letzten Meter ist immer eine Qual.
Jetzt ist wirklich dieser Moment erreicht. Ne? Die Gerüche. Toll. Diese Zwiebel, das ist, weckt immer diese wunderbare Erinnerung. Ab welchem Alter hast du angefangen zu fasten? Ich habe schon als kleines Kind immer von meinen Eltern aus beigebracht bekommen zu fasten. Ich war da 8., 9. Klasse. Da muss ich dir ehrlich gestehen, mit 21 ungefähr bin ich meiner Religion ferngekommen. Ich bin weggedriftet und so mit 24, 25, Alhamdulillah, wieder zu meiner Religion gefunden. Aber man kommt immer wieder zurück, oder? 100%. Wenn man als kleines Kind mitbekommen hat. Ne? Ja. Bei uns fasten die kleinen Kinder, so bis 10 Jahre alt, sage ich mal, die kleinen, halben Tag. Mhm. Und den, dann mittags zu 2, 3 Uhr brechen sie ihr Fasten ab. Schon mal dran gewöhnen. Jawohl. Ne? Nächsten Tag machen sie das auch bis 2 Uhr. Dann geht man damit zu einem Älteren und sagt, ich verkaufe dir mein Fasten. Ah. Und dieser Ältere knotet das zusammen und kauft das ab. So hat mein Opa immer bei uns gemacht. Wir haben, also mein Bruder und ich, haben immer halben Tag gefastet, nächsten Tag halben Tag gefastet, sind zu unserer Opa. Opa, wir haben einen Tag, kannst du das uns zusammenknoten? Ja. Er hat uns das zusammengeknotet und hat uns dann auch so ein Lira oder sowas damals geschenkt gegeben. So haben wir uns an Fasten gewöhnt. Ja. Und also du machst das pädagogisch, hast das sehr, sehr gut gemacht. Oder der Opa zumindest. Ja, das macht man aber in der Türkei immer. Also das ist wirklich pädagogisch sehr, sehr sinnvoll. Und ich sollte das, glaube ich, mit meinen 21 Kindern auch mal ausprobieren. So, die wollen wir einfach so drauflegen. Die ne? wollen wir einfach so drauflegen. Ich glaube, hier wird das nicht heiß. Aber was hast du erwartet? Ja, weil hier... Hier wird nicht heiß, ich habe getestet. Alles gut. Frau Kiras, macht ihr jeden Abend hier zusammen Iftar oder gibt es auch mal Abende, wo ihr rausgeht oder so? Manchmal gehen wir auch raus. Also hier, letzte Woche waren wir draußen. Ansonsten machen wir zusammen mit den Kindern. Also auch so ein bisschen zusammenrücken, ja, ne? Ich denke auch, das ist auch die Zeit im Ramadan, dass man zusammen halt Gefühl hat. Ja, genau, richtig. Zusammenhalt, Bescheid, Jawohl, richtig. Ich sagte ehrlich, so als Kind habe ich mich nicht immer so gefreut, weil man ja auch hungern musste. Aber jetzt mittlerweile, es macht mir auch sehr, sehr viel Freude, dieses Süßes, diesen Fastenmonat, diesen gesegneten Monat zu schmecken und auch mit meiner Familie zu teilen. Das ist Familienzeit. Vor kurz vor Iftar, wir beten immer gemeinsam, nach Iftar beten wir und das ist so einfach eine wunderschöne Zeit, mit der Frau, mit den Kindern gemeinsam zu beten. Ja. Ramadan ist für mich sehr, sehr wichtig. Seit meiner Kindheit, es ist mein Kindheitsfreund sozusagen, habe ich mit mir, seitdem ich 6, 7 Jahre alt bin, seit 50 Jahren mit mir. Und jedes Jahr kommt er, besucht mich und geht, aber der kommt auch nächstes Jahr. Und das weiß ich, dass er nächstes Jahr kommt. Und ich hoffe, ich bin dann auch gesund in der Lage zu fasten. So denke ich immer an Ramadan. Ne? Das ist mein Gefühl für Ramadan. Frau Kiras, wie hast du die gewürzt, die Lammkotelett? Knoblauch auf jeden Fall. Jede ich habe Knoblauch, Öl, Tomatenmark, Thymian, 5 Mandarinen. Wow. Mandarinen? Ja, jawohl, Mandarinsaft. Wow, das Wasser läuft den Mut zusammen. Darf ich mal einen Blick reinwerfen? Jawohl. Das riecht wirklich köstlich. Könntest du dich daran gewöhnen, mit so einem Grill zu arbeiten? Ich würde es mich gewöhnen nicht. Mal ist okay. Ich brauche lieber so Feuer, Gas. Das heißt unsere Grillrosttonne. Es gibt nichts über unsere Grillrosttonne. Weißt du, wenn wir richtig schön Feuer, wenn wir anschmeißen, dann du. Mal ist okay. Nicht immer. Warum lässt du die Lammkoteletts verbrennen? Was soll das? Nein, ich lasse sie nicht verbrennen. Wer sagt, dass sie verbrennen lasse? Willst du sagen, Schau hat die gut angebraten? Oder gibt es da irgendwie was, was man verbessern könnte? Also ist okay, sieht gut aus. Sieht gut aus, denke ich auch. Er und er hier, die machen mich nervös. Fällt es dir schwer, heute den Grill abzugeben? Nein, ist okay. In guten Händen. Was sagst du, oder? Die sind bestimmt schon durch. Wo willst du gleich zuerst reinbeißen? Als allererstes in eine Dattel. Haben wir Datteln hier? So, wunderbar. Ich habe richtig Hunger auf die Bohnen. Schön mit Reis. Joghurt, haben wir auch Joghurt da, Abla? Joghurt selbst
gemacht sogar. Mama mia, ja, Mama mia, das muss dazu gehören. Das gehört dazu. Schau darf aufmachen. Ich bin mal gespannt. Bismillah. Auch stichfest. Oh, ne? Ah, der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Bismillah. Der ist gut, Maschallah. Das habe ich schon am Druck gemerkt. Jetzt, liebe Zuschauer, werdet ihr sehen, warum stichfester Joghurt stichfest heißt. Bismillah. Das ist Joghurt, hä? Wie Kuchen, Maschallah. Ja? Wie Pudding. Maschallah. Sehr, sehr gut hinbekommen. Wenn ich das jetzt hier so reinstecke. Ja, locker, kannst du den ganzen Messerblock reinmachen. Das ist stichfester Joghurt. Wann ist heute Iftar? Jetzt. 20 nach. Jetzt. So sieht mein Joghurt aus. Machst du Joghurt immer selber oder kommt es auch mal vor, dass du den kaufst? Ich mach's immer selber. Wirklich? Ja. Immer? Bestimmt seit 30 Jahren immer selber. Ah, okay. Was hast du hier schönes? Hummus? Hummus habe ich gemacht für euch. Ist in der türkischen Küche weit verbreitet, Hummus? Eigentlich nicht, aber eigentlich ich kenne das. Ich kenne das auch. Also. Was machen Sie da jetzt, Herr Kiras? Öl. Ja. Gebrannten, also Paprika, ja. Und dann darauf gießen. Über den Hummus? Ja. Nimm mal bitte, riech mal das. Ja, ich riech ein bisschen, das kommt ein bisschen, also das kann die auch noch nicht, das ist schon nice, ne? Ja, weiß ich, ne? Guck mal, Wasser läuft im Mund zusammen, ne? Bei dir doch auch. Und wie? Sieht sehr, sehr schön aus. Sehr schön. Darauf habe ich mich gefreut, Riska. Das ist richtig schön, warm, deftig. Komm, Abla. Der Moment, auf den du den ganzen Tag gewartet hast. Ja. Ist sehr gut. Ich weiß nicht, was du hast. Ich würde noch ein bisschen Salz reinmachen, wenn das okay ist. Salz habe ich drauf. Mhm. Ich bin noch nie in den Genuss gekommen, selbstgemachten Joghurt zu probieren. Ja, aber weißt du was? Jedes Mal wird es anders. Jedes Mal wird es anders? Jedes Mal wird's auch anders. Geschmacklich? Auch geschmacklich. Also ich bin auch jedes Mal gespannt, wie es geworden ist. Das ist auch für mich jedes Mal eine Spannung. Der ist sehr cremig. Obwohl er stichfest ist, guck mal. Guck mal, das ist ja wirklich, obwohl er stichfest ist, siehst du wirklich sehr, sehr cremig. Ja, genau so wie ich den liebe. Und das meint er, das hast du schon erklärt. Der Joghurt ist wirklich sehr, sehr lecker. Der ist so luftig. Sensationell ist der. Panna Cotta vom Italiener, so diese Wolke. Als wenn nur eine Wolke ist. Ne? Ja. Ich habe viel türkischen Reis in der letzten Zeit gegessen, ne? Aber der klebt wirklich nicht. Und das war wirklich nur diese ein, zwei Spritzer Zitrone. Jawohl. Guck mal, wir haben ja nicht wenig Öl reingemacht, wir haben ja nicht wenig Butter reingemacht und Hähnchensaft. Aber guck mal, der klebt nicht. Guck mal, immer noch schön fluffig. Schön medium. Saftig, Mandarine schmeckt man raus. Sagst du zum Hummus? Hummus ist gut, ja. Wir essen sehr, sehr viel Hummus, aber der ist wirklich, der ist gut. Mhm. Ist ja schon immer schwer, auch so geduldig zu bleiben beim Essen, wenn man Hunger hat, wenn ich filme und so weiter. Ich glaube, jetzt im Ramadan ist es besonders schwer, oder? Nee, es geht. Im Ramadan esse ich auch viel, viel ruhiger als sonst. Ich weiß nicht warum, wenn jetzt kein Ramadan ist, bin ich am Schlingen, aber im Ramadan habe ich mir angewöhnt, ruhig zu essen. Damit ich auch, ja genau, mit Zabak. Ja, das ist richtig, hast du gut aufgepasst. Oh, oh, oh. Ja, genau, richtig, mit Zabak. Dann wird Tufa. Fermentierter Zuckerrüben, Schwarzrübensaft. Ach so, dieses Ramadan-Getränk. Ne? Das ist kein Ramadan. Mit Snowball gemacht, mit Pinienkerne, ne? Nein. Serviert. Das ist Sherbet, was du sagst. Sherbet meinst du? Das ist was ganz anderes. Weißt du, es hat auch diese Farbe, machen die ja, aber das ist Sherbet. Das ist was ganz anderes. 100 Türken schmeckt das 10 Leute. Viel zu viel. Viel zu viel. Nee, Mann. Das schmeckt wie ich abgestandener Glühwein. Ich mag es auch nicht. Für Essiggurken, für Gurken zum Einlegen. Nee, was wird mich denn jetzt hier erwarten? Abgestandener Glühwein. Vielleicht schmeckt es dir. Boah. Du hast nicht. Nee. Die Blühe richtig auf die Beine. Super. Aber schmeckt euch das wirklich oder tut ihr nur so? Die lieben das. Ja, wirklich, das ist mein Lieblingsgetränk. Kannst du halt nicht in der Öffentlichkeit sagen, so hey, du lernst jemanden kennen und trinkst du gerne schwarzen Rübensaft? Nein. Achso, dann bist du also direkt Arschkarte. Ja, genau. Deswegen. Das ist Ja? Ja.
Erfolgreich neutralisiert. Alhamdulillah. So Leute, Alhamdulillah, schaut euch meinen Teller an. Ich habe meinen Teller aufgegessen. Die nächsten Tage wird es auf jeden Fall inshallah Sonne geben. Vielen, vielen lieben Dank, Frau Kiras. Vielen, vielen lieben Dank, Frau Kiras. Es war wirklich eine zauberhafte Reise. Und du warst sehr guter Koch. Dankeschön, Dankeschön. 8 von 10. Nein, 10 von 10. 10 von 10. Wir räumen jetzt auf, beten und dann geht's wieder nach Hause.